So, hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. In der letzten Folge ging es ziemlich drunter und drüber. Ich wurde von einem Alien-Raumschiff attackiert, beziehungsweise einem kleinen Teil davon. Musste die beiden Wächter aus dem Weg schaffen. Das war zum einen diese Raupe hier, die immer sehr, sehr viel aushalten. Und zum anderen noch ein Schnitter, der müsste irgendwo hier liegen. Keine Ahnung wo, vielleicht schon weggetragen worden. Ja, konnte ich niederkämpfen, gab keine Toten. Allerdings haben alle etwas längere Schichten machen müssen und gerade ist die Stimmung wieder nicht so toll. Biduero ist kurz vor dem totalen Rappel. Ja. Ist jetzt ausgeschlafen, dann wird sie sicherlich schon mal besser gehen. Dann gibt es morgen noch ein gutes Frühstück und dann müsste die Stimmung wieder einigermaßen in Ordnung sein, denke ich doch. Könnte einen extremen und potenziell gewalttätigen Nervenzusammenbruch erleiden. Okay. Sehr schlecht gelaunt ist Wes. Auch das übliche, wenig Schlaf bekommen. Wurde noch beleidigt und hat stärkere Schmerzen. Naja, geht ja. Muss man ja nicht unbedingt behandeln. Mittlere Schmerzen, die werden jetzt auch zurückgehen. Sella und Blue sind leicht verärgert. Rubber hatte einen Zusammenbruch, liegt jetzt im Krankenhaus, völlig entkräftet. Und auch mit miserabler Stimmung, aber das wird sich auch alles geben. Ja, es sieht nicht so schlimm aus eigentlich. Jetzt müssen alle einfach mal pennen. Achso, wie sieht's eigentlich mit Verletzungen aus? Sella hat sich verbrannt. Von der Inferno-Kanone wurde sie verbrannt. Aber nichts allzu Schweres. Ich gebe ihm mal was gegen die Schmerzen. Wieder das gute alte Ganja. Gegen die Schmerzen. Blaue ist ebenfalls verletzt. Ebenfalls von einer Inferno-Kanone verbrannt worden. Und sie hat eine Toleranz gegen Rauchblatt entwickelt. Witzig. So viel gekifft, dass es schon nicht mehr richtig wirkt, scheinbar. Was macht sie eigentlich gerade? Ach, sie war jetzt draußen, okay. Auch nicht so schwer verletzt. Hier, West, der Einzige, der behandelt werden musste. Aber auch nichts allzu Schlimmes. Ich meine, der Mann ist schon hart genug verletzt. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob er eigentlich einen linken Arm jetzt noch hat, wenn die linke Schulter abgeschossen ist. Weiß ich nicht. Eine Stichnarbe im Gehirn, schon mal nicht gut, aber dadurch hat er auch diesen Gehirnschaden gekriegt. Ja, und er hat ein Bein verloren. Das wurde allerdings durch eine bionische Prothese wieder gefixt. Ist besser als davor. Gut, Arbeitsraus können wir wegklicken. Rubber war katatonisch, ist dann aber zusammengebrochen. Und Vorratskapseln in der Nähe gelandet mit ein bisschen Schokolade. Das ist ja gut für die Stimmung. Ja gut, dann lassen wir es mal ein bisschen laufen. Alle mal wieder ins Bettchen. Er hat eine Stromleitung irgendwie erwischt. Ach so, die wurde noch nie gebaut. Okay. Erschöpfung. Sella ist erschöpft. Ja, warum legt sie sich nicht hin? Möchte noch zu Abend essen. Und jetzt ruht sie sich aus. Temperaturen. Ist immer noch... Ah ja, ist tatsächlich immer noch dieser vulkanische Winter. Dauert schon seit 10 Tagen an. Biber, eine Gruppe Alpha-Biber. Das ist ein Event, das mich immer tierisch annervt. Okay, es sind ja nicht viele. Oh Gott, genau jetzt war es. Ah, gerade alle völlig übermüdet und am Ende. Und jetzt kommen hier dumme Biber. Diese Alpha-Biber fressen die ganzen Bäume weg. Ist genau wie Feuer. Muss man irgendwie was dagegen tun. So, wie geht's ihr? Ah, die Stimmung ist wieder am Aufhellen. Dann schnappt ihr mal irgendwas, womit man Biber erschlagen kann. Vielleicht ein Speer. Und dann brauchen wir noch irgendjemand als Schützen. Okay. Blue. Blue mit dem leichten Maschinengewehr. Auch nicht gerade eine tolle Schützin, um nicht zu sagen eine miserable Schützin. Egal, sie kriegt so ein Rauchblatt zur Stimmungsaufhellung. Und Sammy, der Teenie, ist noch müde. Ah, das müssten die beiden eigentlich alleine hinkriegen. Wir reden jetzt hier ja nicht gerade von
Ja, du würdest gerne fernschauen, das denke ich mir, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Und die Solaranlage reparieren ist zwar auch eine gute Idee, aber wir brauchen euch jetzt gerade mal. So, Wundinfektion bei Cella. Oh, nicht schön. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, wo sind die Biber? Hier sind die Biber, oder? Ah. Gehen wir da mal hin. Kümmern uns um die und Cella braucht unbedingt was gegen diese Wundinfektion. So. Da, was? Sozial. Die kommt ja mit Wässer und was nicht sonderlich gut klar ist, dass die Misandrie, genau, sie mag Männer allgemein nicht sonderlich, obwohl sie sich eigentlich ganz gut verstanden hat mit manchen. Naja, dann ist es halt so. So, wir benutzen richtige Medizin für sowas. Wundinfektion ist kein Spaß. Und behandeln sie auch sofort. Mit was? Unserem besten Mann. Zumindest was Ärzte angeht. Noch eine Wundinfektion. Blaue auch. Verrückt. Ja, dann wird sie gleich als nächste behandelt. Ja. Gott, ich klicke immer nicht alles durch. Auch normale Medizin und wir tun sogar Aline hier mal für. Tun hier Aline mal freimachen. Sollte es so schnell wie möglich behandelt werden, sowas. Kein Spaß. So, und jetzt knallen wir hier mal ein paar Biber ab, bevor die die ganzen Bäume hier abgeholzt haben. Ja, du hast doch ein Gewehr, schieß doch einfach. Ne, hat kein Gewehr, das hier war die Dame mit dem Gewehr. Okay. Kann man relativ einfach im Nahkampf machen. Muss man auch nicht sonderlich gut schießen können. Mach mal Geschwindigkeit auf mittelhoch oder auf langsam eher besser gesagt. Hier sieht man, das MG tötet lang nicht so viele Biber wie der gute alte Nahkampf. Stirb Biber. Noch mal einer. Ja, sind nicht sonderlich gefährlich, eher sowas. Was ein bisschen dann in den Arsch beißt, wenn man es vergisst, weil ja, die holzen einfach die komplette Map ab. Brauchen auch nicht lang, die gehen zu so einem Baum hin, einen Haps und weg ist er. Sind halt echte Alpha-Biber. Egal, man kann sie auch essen. Biberfleisch, keine Ahnung, wie das schmeckt. Feuer frei, pass auf den Waschbären auf, der hat uns nichts getan. So, wie sieht's aus? Habt ihr das Blaue? Nee, komm. Mal lieber ein bisschen in Gang zurück, solange sie krank ist. Bei Stella dasselbe. Infektion schön behandelt. Oh. Sieht gut aus. Glaube mir nicht, dass die mir wegen sowas draufgehen wird, aber man weiß es nie. Wundinfektion kann einen auch einfach mal hinraffen. Ich mach's mal zu einem Krankenbett. Krankenbett, wenn man das klickt, Rechtsklick, Schlafe bis vollständig geheilt, dann fangen sie nicht an rumzuwandern und so, dann bleiben sie tatsächlich im Bett, bis alles ausgestanden ist. Wir hier wirklich mit dem Maschinengewehr den Wald zersiebt, aber nicht den Biber trifft. Ja. Soll einfach sie hier im Nahkampf machen. Biduero war schon auch ein Mädel, ja. Ich glaube schon. Ja, 35-jährig. Ist eine lahme Ente und neurotisch. Aber sie macht alles, sie verweigert nichts. Macht sie auch wieder sympathisch. So, Alpha Biber down. Alle können wieder nach Hause gehen. Die, wo schon tot sind, erlauben wir mal zum Abtransport. Das wären dann die hier. Noch einer. Gut, gut. Wir haben eh noch, glaube ich, was weiß ich, was hat uns angegriffen? Elche, genau. Ein Rudel Elche hat uns ja in der letzten oder vorletzten Folge angegriffen. Sprich, Fleisch haben wir eigentlich noch mehr als genug. So, und jetzt gilt es halt vor allem,
hier diese Infektion ein bisschen im Auge zu behalten. Die nächste Behandlung wäre in 8,6 Stunden. Sehr relativ komfortabel. Was man übrigens auch machen kann, was ich ein sehr cooles Feature finde, ist ein Fernseher oder sowas verbessert tatsächlich ein Krankenhaus. Also wenn die Betten in Sichtweite von dem Fernseher sind, kann man ihnen da ein bisschen was Gutes machen. Es gibt eh auch noch so ein bisschen so ein Hilfsmittel, das ist wie eine Kommode für Krankenhäuser und das so ein, ich weiß gar nicht. Ja, dieses Teil, was im Krankenhaus halt neben einem steht, dieser Sensor, der Herz Schlag, Mist und alles mögliche, Atmung, halt so ein bisschen so ein. Fällt mir der Name jetzt auch gerade nicht ein, wie auch immer dieses Ding heißt. Ist der da schon wieder genesen? Nee. Doch, immer noch die Infektionen. 4,2 Stunden kann man sich da wieder drum kümmern. Haben die dir eigentlich gerade Insektengelee zum Essen gegeben? Sah irgendwie so aus. Soll ja recht proteinreich sein. So, die ganzen Waffen, ganzen Fallen hier werden gar nicht rearmed. Müssen sie ja aber, die brauchen wir. Die eine Holzfalle hat ja ganz schön draufgekriegt, was da passiert. Ach, hat die angefangen zu brennen wegen dieser Inferno-Kanone. Sind ein paar ganz schön angeschlagen oder verlieren die einfach Haltbarkeit wahrscheinlich. Okay, dementsprechend sind die steinernen Schlagfallen ja sehr viel besser. Scheinen ja sehr viel mehr Leben zu haben. Okay, cool. Dann muss ich die öfters aus Eisen oder so bauen. Da gibt ja auch irgendwo Sinn. Ein neuer Rekrut, Ray Woolven, hat sich tatsächlich entschlossen, sich uns anzuschließen. Was war denn das für ein Satz? Ja, und er ist ein Kämpfer. Ein Kämpfer, der sich auch ein wenig im Handwerk versteht. Mit anderen Worten, ein Mann, den ich sehr gut gebrauchen kann. So, was haben wir denn an Waffen? Können wir ihm hier noch so einen Repeater geben? Das ist schon ganz gut im Fernkampf, Nahkampf allerdings auch. Gut, Ray Woolven, der Neue. Was kann der denn so machen? Handwerk ist so gut, dann tue ich ihn da auch gleich eintragen. Da kann ich ein bisschen Geld machen. So. Ja klar, Träger und Reiniger machen wir auch. Und sonst interessiert er sich vor allem fürs Kochen. Und ist ein guter Jäger. Ja, also was Schützen und so weiter angeht, bin ich echt gut aufgestellt. Ich würde gerne mal ein bisschen so ein selber eine Piratenbande machen, aber ich will Rüstung erstmal. Bisschen einen Helm oder sowas würde ich schon für wichtig halten. Ich würde meine Leute ganz gern einigermaßen gut equipped daraus schicken. Nicht so eine Miliz machen. So, Elchfleisch ist im Lager verdorben. Wie kommt denn sowas? Das ist doch tiefgekühlt. Oder wird das auch schon hier gelagert? Müsste doch dann da oben gelagert werden. Was ist denn hier los? So funktioniert ein Kühlschrank aber nicht, meine Lieben. Und wieso legen die das dahin? Das ergibt keinen Sinn. Tja, das gute Rad teuer. Was machen wir denn mit dem ganzen Zeug? Brauche ich nochmal eine Tiefkühltruhe? Kann ich die hier vielleicht vergrößern? Auch nicht wirklich gut. Ich könnte sie weiter nach vorne bauen. Das würde einigermaßen funktionieren. Ja. Hat ja eh gerade, glaube ich, von den Bildern keiner groß was zu tun. Sollen die das doch mal angehen? Wir haben massig Sandstein inzwischen, das sehe ich gerne. Kann ich auch fast wieder anfangen, ein paar Kunstwerke aus Sandstein zu bauen. So, machen wir hier auch eine Stahltür hin. Warten, bis das mal fertig ist und reißen dann den inneren Teil ein. So, Ray Wolfen braucht dann ja auch noch ein Bett. Alles vergeben, so wie es aussieht. Aha. Tja, dann darf er in der Gefängniszelle, wo er gerade geschlafen hat. Hier die geräumigere, kriegt er jetzt als sein Zimmer. Ist ja nicht so schlimm, ist ja eine äußerst luxuriöse Gefängniszelle gewesen. Und jetzt darf er ja kommen und gehen, wann er möchte. So. Oh, shit.
mich jetzt mit der Infektion schon verballert. Ja. Sollte man sich immer gleich drum kümmern. Ah, was? Ah ja, was kümmert sich schon drum? Blaue hat er gerade versorgt, jetzt kümmert er sich um Sella. Eigentlich andersrum, die Dame hier ist ja sozusagen unsere Anführerin. So, und nochmal eine große Skulptur, aus was auch immer, was gerade so da ist. Meistens Steine. Dann kümmert euch mal ein bisschen schneller vielleicht um dieses Bauen, Leute. Unsere Tiefkühltruhe ist ziemlich absurd, so. So, wer kann denn bauen, bauen, bauen? Blue und Zeller, natürlich. Was macht Blue? Schlafen. Gut. Muss es halt so sein. Ja, ich wechsle sie jetzt einfach auf. Lass sie was frühstücken. Wo ist überhaupt das Essen jetzt? Wo wird Essen hingetragen? Gibt es überhaupt noch Essen? Scheinbar nichts gekochtes. Wieso? Ist doch eigentlich im Dauerauftrag. Hier ja genauso inzwischen. Ihr seid echte Genies. Da fehlen einem ja die Worte. Er muss jetzt irgendwie Kartoffeln oder Reis essen oder so morgens, was weiß ich. So, fand sie jetzt nicht so toll. Mir aber egal. Und Blue heißt sie, nicht wahr? Ja. Soll jetzt mal primär nur bauen. Zwar relativ schnell am besten. Sind jetzt schon wieder. Yo, Blue. Ab ins Bett wieder. Hat doch geschlafen. Nee, nee, nee. Echt jetzt? Bauen musst du, Mädchen. Ist wichtig. Geht sie wieder ins Bett. Okay, ist ihr Tagesrhythmus? Dann macht sie das jetzt halt. Eins in nachts. Ist nicht mal wirklich müde. Macht die echt nur, um mir auf den Sack zu gehen. Okay, sie hat inzwischen eine schwere Wundinfektion. Klingt schlimmer, als es ist, weil erst bei Extremen sterben sie. Und wenn sie Immunität haben, ist es vorbei. Sprich 83 Immunität hat sie schon. Die Infektion ist erst bei 42%. Müsste sie eigentlich durchkommen. Hier sieht sogar noch ein klein bisschen besser aus. Ja. Diese Tiefkühltruhen von mir, die sind eigentlich gerade eher, was mich stören. Ja, genau, gehen wir noch ein bisschen Fernsehen. Plötzlich wollen sie in das Fernsehzimmer, nur wenn sie gerade was Wichtiges zu tun haben. Was ist das hier? Wieso bleibt die Türe offen? Verstehe ich nicht. Sammy, geh mal bitte einmal ran, draus. Komisch. Jetzt geht's wieder. So, jetzt möchte sie die Stahlwände reparieren. Reparieren hat immer eine höhere Priorität als Bauen. Aber das ist mir jetzt egal. Ich lasse dir jetzt hier das Bauen und wenn es das letzte ist, was ich mache. Nicht putzen. Achso, Beduero, sorry. Beduero soll putzen, ja. Blue soll bauen. Gott. Mach das jetzt einfach mal fertig, Mädchen. Ja, sie will unbedingt Beeren essen, ist mir klar. Aber ich will unbedingt dieses Ding hier fertig haben. Und zwar jetzt. Mann, Mann, Mann. Sella springt auch draußen rum, wieso? Ah, okay. Ist schon immunisiert. Gut, die beiden sind schon wieder auf dem Damm. Machen wir ihre Zimmer mal wieder zu ihren Zimmern. Was ist denn eigentlich mit Rubber los? Sie hat nichts außer... Ach, das ist diese Katatonie. Okay, sie ist jetzt willenlos, ist das, glaube ich. Also sie leckt einfach nur noch willenlos im Bett rum.
Kein Problem, da können wir medizinisch nachhelfen. Kümmere dich da gleich mal rum, was? So, dann kommt das hier alles weg. Nicht das Erstfleisch. Elchfleisch, die Türe kommt weg. So. Blue, kümmere dich da bitte gleich mal drum. So, jetzt müsste sich hier die Stimmung wieder etwas erhellen, oder? Eigentlich hat sie ja nur gute Sachen gerade. Armes Ding hat sich so dermaßen überarbeitet, dass sie in eine Katatonie verfallen ist. Gut. Dann erhöhen wir hier die Lagerzone mal auf die Größe. Zumindest hier mal ein bisschen mehr jetzt. Rubber. Ach, Rubber, der Koch kocht nicht mehr. Okay. Dementsprechend gibt es auch keine gekochten Mahlzeiten mehr. Blue. Muss jetzt alles alleine machen. Musste alleine das Ding neu bauen. Jetzt darf sie kochen. Fängt aber erstmal mit Schlachten an. Eigentlich nicht nötig. Okay, sie möchte erstmal alles schlachten. Schmieden. Erlaubt das Bauen einer Schmiede, in der Metallwaffen und Werkzeuge hergestellt werden können. Gut. Lange Klingen, langen Bogen, raffinieren. Raffinieren im Sinne von. Ah, das habe ich schon öfters geschaut. Treibstoff. Hier gibt es dann die Waffenschmiede. Dann machen wir mal mit dem Langbogen weiter. Jetzt kocht doch endlich mal was, Blue. Wie viel möchtest du noch schlachten? So, jetzt baut sie komprimierten Stahl ab. Wieso? Zum Geier. Weil sie keine leckeren Mahlzeiten kochen kann, oder was ist ihr Problem? Tatsächlich hatte sie kein hoch genuges Skill-Level, deswegen hat sie es auch nicht gemacht. Gut, dann müssen wir jetzt ein paar simple Mahlzeiten kochen. Muss ja auch immer sehr weit laufen, um die da oben wieder abzustellen. Oder? Wo tut sie die hin? Gut, also gerade gibt es nur Rohkost. Ah, schön. Weibliche Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks sendet mal wieder irgendwelche Wellen raus. Und dementsprechend ist die Stimmung gut. Wie sieht unsere neue Statue aus? Meisterlich. Wow, Attraktivität 550. Wow. Ja, die sind meistens ein bisschen komisch, diese Übersetzungen hier. Eigentlich ganz nett. Im Englischen steht hier, was dieses Kunstwerk halt darstellen soll. Im Deutschen steht es hier auch, aber man kann es nicht lesen, weil das ja so ein Gibberish ist. Halb Englisch, halb Deutsch und irgendwie auch nicht richtig Deutsch. Ja. In letzter Zeit habe ich es mir wirklich öfters mal überlegt, ob ich da mal schauen soll, ob ich nicht beim Übersetzen helfen soll. Hab sowas nie gemacht, habe aber zumindest bei diesem Spiel hier den Eindruck, dass nichts besser könnte. Ah, okay, jetzt erfrieren mir die Pflanzen da draußen. Das ist tragisch, aber da kann man halt nichts machen. Hast du immer noch diese vulkanische Winter? Ja, massig Stuff ist gerade draußen erfroren. Minus 13 Grad, das war dann zu viel des Guten. Bäume müssten das einigermaßen überstehen, hoffe ich doch. Auch sehr diffuses Licht immer hier mit diesem vulkanischen Nebel. Man erkennt gar nichts richtig. Halbe Basis liegt im Dunkeln. Geht denn das ab mit dem? 29% gewachsen hier, eine so eine Kartoffelpflanze. Kann man durchaus ein bisschen was rausholen, würde ich sagen. So eine Hydrokultur. Braucht natürlich Strom auf Masse, aber
Strom ist nicht so problematisch. Yay. Kartoffeln, noch mehr Kartoffeln. Diesmal andere Kartoffeln, öfter mal was Neues. Hier diese Löcher kann man übrigens auch so geothermische Kraftwerke drauf bauen. Brauche ich aber Technologie, oder? Kann ich jetzt noch nicht bauen. Nee. Wobei sie Windturbinen und Batterien, Solaranlagen, das können sie alles bauen. Geothermisches Kraftwerk aber nicht. So, die Hirschkuh ist schon wieder trächtig. So, aber wir machen hier eine richtige kleine Hirschzucht. Hier ist ja das Kleine. Wird das trainiert? Trainieren die mal gehorsam. Wird die Rubber eigentlich irgendwann wieder, oder? Okay. Wie behandelt man sowas? Sie ist auch schon ziemlich alt, aber wird sich schon auch wieder einkriegen, oder? Die war eigentlich eine ziemlich gute Köchin. Soll ich die weiterhin einfach Rauchblatt rauchen lassen, eigentlich? Also in real life, glaube ich, keine gute Idee, Leuten mit einer Depression. Vielleicht sollten wir ihnen eher Koks geben. Soll ich ihnen Koks geben? Warum eigentlich nicht? Sollte ja stark stimmungsaufhellend sein. So, Wes, der Büchsenmacher, zündet unseren Fernsehraum an. Tolle Sache, Wes. Ray Wolfen, der Neue. Darf mal zum Löschen anrücken. Alter Schwede, der hat hier ja das halbe Ding schon angezündet. Bevor wir hier da sind. Mein Fernseher, alter Schwede. Not cool, Wes. Nicht cool. So, hat sich wieder eingekriegt. Diesen Fernseher reparieren kann, das weiß ich gar nicht so. Wenn nicht, dann bin ich aber sauer. Naja, man kann ihn scheinbar reparieren. Machen wir dann mal bei Zeiten. So, der Winter ist eingebrochen. Alles schön weiß. Ist also nicht nur vulkanischer Winter, jetzt ist tatsächlich auch richtiger Winter. Gleichzeitig alles. So, ich bin mal gespannt. Kann nicht operieren, kein Material. Moment, kann ich fixen. Jetzt will ich immer wie ein Machiavell und einfach klicken. Da muss man ja davor noch craften, was auch immer einiges besser ist. So, wir machen hier nochmal eine große Skulptur. Okay, eigentlich sollte die Stimmung rasant ansteigen, tut sie aber nicht. Keine Ahnung, vielleicht muss sie einfach ein paar Tage hier so mal ein wenig rumhängen, wie auch immer. So, was ist das ist noch? Okay, das haben wir geschaut. Mhm. Und eine Heizung hat eine Störung. Boah, die hier wurde aber schon repariert. Gut. Das finde ich irgendwie schön in RimWorld einfach dieses... Oh, haben sich eine Nahrungsmittelvergiftung gekriegt. Finde ich schön an RimWorld. Die Kolonisten kümmern sich. Also wenn sie richtig eingestellt sind, kümmern die sich eigentlich um alles. Relativ schnell, relativ zeitnah. Sie haben eine gute Wegfindung, also bleiben nirgendwo hängen. Die kommen schon da an, wo sie hin sollen. Katatonie, heißt das so? Ja, glaube ich. Ist, glaube ich, keine richtige Depression, oder? Ist eine depressive Phase oder sowas, auf jeden Fall, ja. Kaum noch ansprechbar, so Leute, die stark trauern oder so, die sind teilweise katatonisch. Glaube ich zumindest, also ist nur, was ich mir darunter vorstelle, die sind dann so richtig, ja.
Wollen nicht wirklich mit ihr reden, können sich nicht richtig bewegen, sitzen eigentlich nur da und starren in die Ferne. So, alles, was draußen noch so wächst, erfriert jetzt gerade. Klar, ist ja auch mitten im Winter. Müsste das Spiel mich nicht so hart drauf. Und eine Kältewelle kommt jetzt noch. Krass, okay. Vulkanischer Winter, normaler Winter und eine Kältewelle. Mir egal, hier drin müsste es einigermaßen geheizt sein. Zurzeit 18 Grad, draußen minus 20. Gut, sparen wir zumindest bei den Kühltruhen schon mal Geld. Nein, jetzt tun auch meine Blümchen hier draußen erfrieren. Schade. Hier drin ist natürlich die Temperatur fast schon problematisch. Muss ich das dann auch heizen? Fast so aus. Muss dann wohl. Gut, dann gibt es hier eine Heizung in die Ecke. Und noch eine Lüftung, um das Ganze auch ein bisschen zu verteilen. Ist keine Lüftung? Nee. Jetzt nur die beiden Räume. Da müsste es schön warm sein, ja. Ein Busch gewachsen und eine Batterie hat eine Störung. Extrem viel gestörte Sachen hier in letzter Zeit. Ah, Rubber. Geht's dir wieder besser? Das freut mich doch wirklich zu hören. Dann gibt's jetzt endlich auch wieder was Gescheites zu fressen und nicht so ein Fraß. Blue, hast du gut gemacht. Sehr schön. Ersatzköchin. Man geh mal lieber deinen anderen Arbeiten wieder nach. Ich hätte es gern, dass da unten mal ein Stack ausgeht, dass man hier das Essen wieder lagern kann. Das ist ja ein gigantischer Umweg, den man hier machen muss. Von denen will keiner handeln. Tja, nee, die sind einfach nur auf der Durchreise. Einer läuft einfach so durch meine Basis wie so ein Assi. Naja, dann. So long, Leute. Wieso ist hier unten eigentlich offen? Das gehört sicher nicht für mein Grabgebäude. Grabgebäude Nummer 2. Ich baue die ganze Map voll mit Mausoleen. So, die Heizung läuft. Stromverbrauch spiked jetzt natürlich, nehme ich mal an. Wie sieht's denn aus? Oh, Holz ist allgemein ziemlich knapp. Im Moment. Ich denke aber, dass ich auch im Winter Holz fällen kann. Befehle Holz hacken hier so ein bisschen. Oh. Vielleicht hier noch ein paar. Oh, die sind hier ein bisschen zu nah an der Basis. Ja, dann müsste das gehen. Kümmert sich da jemand? Waldarbeit? Niemanden. Niemand hat das so richtig auf der Eins. Könnten wir da vielleicht diesen Raywolfen mal richtig usen? Nein, genug Steine gemacht. Ah, jetzt geht er lieber fernschauen. Das sind heute alle ein bisschen zickig irgendwie, meine Kolonisten. So, nochmal eine große Skulptur wurde hergestellt. Und wieder von guter Qualität. Wahnsinn, jetzt bräuchten wir nur noch jemand, der das Zeug kauft. Stellen die das auch aus Holz her? Ne, ausschließlich aus Stein, habe ich ihnen gesagt. Ja, schön. Holz ist jetzt nicht das Problem. Ich habe eigentlich genug von diesen Holzfeuergeneratoren, um zumindest zu unterstützen. Ach so, die heizen sowieso, glaube ich, schon ihre Umgebung. Glaube ich sogar ziemlich stark. Aber hier hat es nur 2 Grad jetzt. Und hier 3. Da laufen natürlich auch die Tiere die ganze Zeit draußen rein. Also dementsprechend wird es ja auch ständig kalt werden. Kann man halt nicht viel machen. Aber ich meine, es ist nicht so kalt, als dass die Pflanzen absterben würden. Geschäftiges Treiben gefällt mir wieder mal. Alle ein bisschen was zu tun. HE-Granaten sollten wir vielleicht nicht hier draußen lagern.
Das ist ein Gegenstand. Ist das? Nee, ist eine Waffe. Nee, also eigentlich geht es ja eher um die Munition. Hergestellt. GW-Granaten. Ah, okay. Ja, alle mal auch hier rein. Nicht, dass ich in nächster Zeit ein Mörser haben werde, aber. Gut zu haben. Soll ich vielleicht noch jemand reinbringen, bevor sie ganz schlecht werden jetzt? Komm, Stella. Musst du auch mal die Hände schmutzig machen. Oh, das sind noch so Brandgranaten auch. Komm, hol die auch noch schnell. Dann hast du dir das Schlafen verdient heute. Sehr schön. Und die Nacht bricht herein. Batterien sind vollgeladen. Scheinen auch nicht wirklich Ladung zu verlieren. Nö. Also die Holzfeuergeneratoren sind in der Lage, auch bei Nacht den Energiebedarf zu decken. Die Sache ist eher, dass euch bald euer. Oh. Ich muss denen mal das Koks hier wieder verbieten, sonst schniefen die das auch noch im Unverständnis. Ja, die Joints sind jetzt bald durch, Leute, wenn ihr so weitermacht. Geht aber auch jeder Einzelne morgens hin und zieht das mal durch. Naja, kann man es ihnen verdenken. Das Leben ist hart. Aber es könnte härter sein, also. Inzwischen haben sie ja eigentlich hier einen ganz netten Platz gefunden zum Leben. So, ich möchte mehr Räume, weil ja, ich eigentlich mein Gefängnis früher oder später gern wieder als Gefängnis nutzen würde, nicht als Hotel. Deswegen hier, das kommt jetzt mal alles weg und da werden dann Räume angebaut. Sieht gut aus. Fallen sind alle wieder geahmt worden, ja. Sprich, der nächste Angriff sollte auch kein Problem darstellen. Mahlzeiten sind wieder ein paar auf Lager, hoffe ich doch. Ja, gut, noch nicht so wahnsinnig viel, aber gehen halt auch gut weg, nehme ich mal an. Ja, über den Winter werden wir gut kommen, denke ich mal. Was ist eigentlich hier mit dem Stall? Eine langweilige Scheune. Tja. Ich glaube, dass es den Viechern egal ist, oder? Was sagst du da dazu, Xerxes? Gute Laune, würde ich gern. Niemand bringt den Viechern was bei. Das ist ja eigentlich Sella ihr Job, aber. Sella macht immer alles, bloß das nicht. Tierpflege. Auf der 1, bauen auf der 1, meinen eigentlich nur auf der 3. Okay. Jetzt haben die sich hier gerade beleidigt. Du bist echt eine Ziege, Sella. Nicht, dass sie sich mit allen Männern anlegt. Jetzt legt sie sich auch schon mit den anderen Frauen an. Hat Biduero beleidigt. Plauderte nett mit Biduero. Ah, Mann, Mann, Mann. Da weiß er dir doch sogar Freunde. Echt jetzt. Also, Biduero meint, sie ist eine Bekannte von ihr. Und Sella meint aber, dass sie Freundinnen sind. Vielleicht haben sie sich deswegen beleidigt. Ja, Sella ist eine ziemliche Ziege. Mit der kann keiner so richtig. Wahrscheinlich würde sie sich sehr gut mit Rubber verstehen, weil Rubber ist genauso. Rubber hat den Vorteil, dass sie, da sie eh ein Psychopath ist, sowieso nicht viel drauf gibt, was mit anderen Leuten abgeht. Ja. Blue ist hier die interessante. Die Lesbe. Inmitten einer Kolonie voller Frauen müsste sie sich ja eigentlich recht wohl fühlen. Aber bisher gab es hier keine unzüchtigen Sachen. Ganz normalen christlichen Verkehr gab es hier nur. So, nochmal eine Skulptur fertiggestellt.
Wieder mal, diesmal schlechte Qualität. Egal, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ein Händler kommt, der so Zeug kauft. Da kann ich sicher einiges an Geld machen. Ich baue auch wieder eine. Solange der Sandstein reicht, warum auch nicht? Naja gut, auf jeden Fall konnte ich es wieder einigermaßen kitten. Hab zwei Infektionen heilen können und eine Katatonie. Katatonie, ja. Spricht man, glaube ich, so. Und jetzt sind alle wieder auf dem Damm. Die Stimmung ist wieder besser. Es gibt Fleisch bis zum geht nicht mehr, auch wenn die Außentemperatur gerade wirklich, wirklich übel kalt ist. Minus 21 Grad. Ach, sommerlich würden sie in Frostpunk sagen. Aber hier ist es ein bisschen anders. Egal, innerhalb von meiner Basis ist es einigermaßen warm. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.